Hey, ich bin Simio und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns unsere Thorn an und Thorn ist meiner Meinung nach, ich würde schon sagen, mit der beste AD Carry, den es zurzeit gibt. Ja, ich würde ihn zusammen mit Hayate und Caffany so fast auf eine Stufe stellen. Er ist vor allem im Jungle extrem stark, da der auch schon ein paar Items braucht und durch den Jungle kriegt man natürlich schneller Items zusammen. Wir starten hier kurz beim Blue Buff. Die invaden gerade meine Leute, aber ich gehe da nicht mit. Ich will meinen Jungle clearen. Ich hoffe nicht, dass der Gegner gerade in meinem Red Buff ist. Es fehlt nämlich gerade die Bottom Lane. Ja, sieht man. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass er gerade mein Red Buff klaut. Das wäre natürlich fatal. Okay, nice. Maloch ist nicht an meinem Red Buff. Ich glaube, Lubu checkt den gerade. Das sieht sehr, sehr gut aus. First Blood auf der Top Lane. Jetzt hier mal den Froggy Frosch. Wir haben Arum in der Mitte. Arum in der Mitte finde ich interessant. Habe ich selten gesehen. Und ich muss euch vorwarnen, ja, diese Voice Lines auf diesem Helden. Es gibt wenig Helden, die einfach so annoying sind wie der hier. Der hat irgendwie so eine Waffe und die Waffe labert wohl die ganze Zeit mit ihm. Das ist so seine Story. Ähnlich wie Erol, der das auch. Und der labert halt durchgehend, ne? Okay, da ist unser Jungle-Item. Wir haben schon 6 Decks. In der Mitte ist gerade ein fetter Fight. Die Arum wird sterben. Da können wir auch nicht mehr viel machen. 5 Leute in der Mitte. Das Einzige, was ich machen kann, ist da vielleicht noch Stun raushauen auf den Narkot. Getroffen. Es fehlt uns halt der Schaden. Ultimate geht raus. Schöner Knock in den Tower und da haben wir den Kill. Nice gemacht. Hätte ich nicht erwartet, dass wir hier einen Kill bekommen. Hat der Superman sehr, sehr gut gespielt. Ja. Und das sollte für uns eventuell hier noch der Maloch sein. Okay, der ist außen rumgelaufen, hat er clever gemacht. Auf Thorn, der hat ja so verschiedene Kugeln. Und die Kugeln haben verschiedene Effekte. Es gibt da tausende Kombis. Die Kombi, die ich spiele, ja, ist lila, gelb. Dann springe ich rein mit S2. Und wenn man dann reingesprungen ist mit S2, da gibt es einen fetten Stun auf den Gegner. Und der Stun hilft natürlich dann, den Kill zu securen. Ja. Vor allem, da ihr im Late Game extrem viel Attack Speed habt. Nicht gut. Extrem viel Attack Speed hat. Und da kommt mein Ultimate. Und gönnt sich einfach mal den Doppelkill durch die Wand. Junge, Junge. Das war gut, dass wir den Blue Buff da abgebrochen haben. Was ich sagen wollte. Im Late Game habt ihr natürlich extrem viel Attack Speed. Springt ran mit S2. Hab dann den Stun auf dem Gegner drauf und das sollte eigentlich schon lang, um dann jemanden zu one-shotten. Ja. Ist meiner Meinung nach mit die beste Kombi, die ihr machen könnt. Ihr könnt auch die blaue Kugel nehmen, die macht AOE-Damage, aber ich finde, die blaue Kugel ist extrem schlecht. Man kann die blaue Kugel aber mit der gelben Kugel kombinieren für ein bisschen AOE-Stun. Wie gesagt, wenn ihr gerade anfangt, den Helden zu spielen, ich bin auch nicht der fetteste Profi auf dem Helden, dann spielt ihr gelb. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Arum ist ein bisschen low. Ich muss auf jeden Fall nochmal meinen Jungle clearen. Ihr habt dabei noch Munition, die ihr aufladet. Ja, ihr seht da so eine weiße Leiste. Das sind die Schüsse, die ihr habt. Ja, die könnt ihr benutzen. Wenn die weg sind, müsst ihr auf den Cooldown warten. Okay. Den Maloch sollten wir kriegen. Da ist der Stun. Zack. Ultimate aufladen in seinem eine Kugel rein, aber der hat noch sein Ultimate und kommt da gerade mal so weg mit. Na gut, die Zeit nehmen wir aber, um hier einmal durch den Jungle zu gehen und zu gucken, ob wir was klauen können, aber da ist nichts ab. Joink ich mir mal kurz hier unten den Farm von dem Lubu. Das könnt ihr tatsächlich sehr, sehr gut machen, wenn ihr ein ADC-Jungler seid, macht es ruhig. Ja, wenn ihr denkt, ihr habt das Potenzial zu carryen und seid eh schon ein bisschen ahead, geht ruhig auf die Lanes und nehmt euch da ein bisschen Farm weg. Natürlich nicht zu viel, aber ihr seid halt Hypercarry und zurzeit ist es einfach Arena of ADC. Wir sehen gerade Narkrot, der wird auf die Botlane gehen, der Narkrot. Ich call das mal jetzt schon. Und deswegen, da ist er. Der Satter ist aber auch da. Da springe ich mit rein, stun hier einmal durch, Ultimate drauf, 3 Targets und holen uns da den Kill. Wir haben den hier Narkrot auf der Minimap gesehen. Ungefähr da oben war der. Hier so ungefähr. Der wird ulten, aber ich töte ihn nach der Ulti. Sind leider auch selbst gerippt. Ja.
Und wir haben das so ein bisschen predicted, dass da der Nakrot kommt. Deswegen habe ich mich darauf orientiert, auf jeden Fall mit nach unten zu gehen. Das ist unser Bild. Ich möchte aber gerne das letzte Item austauschen gegen den Revive. Und den Revive damit nehmen. Ich finde, das Revive-Item ist extrem stark auf AD-Carries und vor allem im Solo-Queue, wo ihr öfter mal das Problem habt, dass ihr wenig Peel bekommt. Ja, und dann stirbt ihr immer mal weg. Okay. Ihr seht, so langsam kommt der Schaden hier zusammen. Ja, mit dem Attack-Speed, den wir jetzt haben durch das erste Item, tut der Held hier langsam weh. Wir sind natürlich auch ahead, wir haben 3k Gold. Ja, da ist nur der Nakrot noch über uns. Aber wir gehen hier noch unseren Jungle weg und durch den Jungle Clear sollten wir, wenn er nicht in der Zeit noch viel farmt, eigentlich an den Nakrot rankommen. Der macht gerade einen Drake. Ich mache mal eine Lucky Ulti. Lucky Ulti hat getroffen. Ja. Wir hören jetzt hier den. Da ist die. Das meine ich. Ja, wir sind out of order, sind gestorben. Wir haben aber auch einen Kill bekommen. Es war 1 für 2, aber wir haben den Drake. Lucky mit der Ulti gesniped. Immer schön Minimap schauen. Wir haben gesehen, ganz knapp haben wir gesehen, okay, die machen gerade den Drake. Und dann haben wir einfach mal auf Good Luck da die Ulti reingeballert und auf Good Luck auch einen Kill mitgenommen. Oh, Superman. Ich muss sagen, overall haben wir echt ein cooles Team. Also unser Setup gefällt mir sehr gut und wir haben Arum gar nicht in der Mitte, so wie ich gesagt habe. Wir haben den Russ. Das war mein Fehler. Stun ist drauf, habt ihr gesehen? Der wird aber wegkommen, oder? Ja. Egal, dann nehmen wir die Mina. Die ist direkt hinter uns. Die wird hier ulten. Jo. Hat geultet. Und da wurde sie von der Arm unter dem Tower gerippt. Das ist nice. Ballern hier rauf. Und gönnen uns den Tower. Da sollte uns keiner aufhalten können. Wenn der Maloch reingeht, ist er tot. Tower sollte uns gehören. Jo, den nehmen wir mit. Der Maloch wird sogar angegriffen. Kriegt hier einen Stun von uns. Wird weggeknallt. Let's go, da kommt die Sata-Ulti. Wir bleiben kurz im Busch. Kriegen sie trotzdem komplett ab. Ich sage, Sata ist so stark geworden, der Held. Ich glaube, Sata könnte man so sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Aber Sata ist meiner Meinung nach der stärkste Midlaner, den es zurzeit gibt hier im Game. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich spiele zurzeit nicht so viel Midlane. Ich spiele aktuell mehr so AD-Carries und mehr Jungle. Vor allem gerne AD-Carries im Jungle. Aber ich habe wirklich das Gefühl, Sata ist mit der beste Midlane aktuell. Ich weiß nicht, wer da sonst so rankommt an den Helden. Der hat so viel Mobility, so viel Schaden, AOE-Schaden, Unbesiegbarkeit durch den Jump und der hat wirklich einiges. Mitte können wir fighten. Ultimate drauf. Brauchen wir gar nicht, aber das war auf jeden Fall zum Securen ganz okay. Wir sehen gerade rechts ist eine Wave, ne? Das heißt, wir können hier mal ein bisschen Druck machen. Tower sollten wir kriegen. Da ist Sata wieder. Schöne Ulti von der Arum. Nice gemacht. Das ist wirklich brutal. Das habe ich schon mal gehabt. Ich weiß nicht mehr, welches Game es war. Ich glaube, das Mina-Game. Da hat ein Arum den Sata komplett rausgenommen, indem sie ihn einfach geultet hat. Ja, einfach geultet hat, während er seine Ulti gemacht hat. Und dann war es vorbei mit dem. Ne? Ihr könnt ja nichts mehr machen. Wenn ihr als Sata nicht weiterkommt mit der Ultimate, dann seid ihr stuck in den Gegnern. Was macht der Gute für einen Schaden? Junge. Der hat mich weggedrückt. Dann seid ihr stuck in den Gegnern als Sata und dann seid ihr auch sofort tot. Der hat extremen Damage gerade rausgepumpt. Junge, Junge. Innerhalb von 2 Sekunden war ich tot. Eventuell macht er einen Slayer solo. Ne, der ist auf der Top. Goldtechnisch stehen wir gar nicht so schlecht da, aber unser Team ist ein bisschen behind. Wir sind der Einzige mit viel Gold. Und der Gegner hat halt den Nakrot, der extrem durchdreht gerade. Ne? Da ist er. Der wird den one-shotten. So wie er mich geone-shottet hat. Schaut, da geht er ran. Oh, wenn wir den kriegen, wäre perfekt. Ne, der kommt raus. Ultimate geht rein, aber keine Chance, die sind da alle. Boah, der Nakrot ist gerade so rausgekommen, das tut natürlich weh. Das tut natürlich weh. Es wäre ein fetter Shutdown, wenn wir den Nakrot da kriegen, ne?
Aber Mine haben wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Bogen. Bow of Slaughter. Extrem starkes Item. Wird auch schon aktiviert. Ich weiß nicht, ob wir uns noch hochgehen können. Nee, sind da zu deep drin. Bow of Slaughter, extrem starkes Item. Aber wir haben wirklich das Problem, dass der Narkord hier in dem Game gerade jeden two-shottet. 806 ist der Gute. Der macht uns alle weg. Der wird jetzt auch, denke ich, hier die Top durchpushen. Den wird er nicht kriegen, den Tower verteidigen sie. Aber der Middle Tower fällt wahrscheinlich. Der fällt und vielleicht fällt auch sogar noch der zweite. Außer Superman kommt da schnell hin. Ne, der fällt auch. Ihr habt gesehen, der Narkord, der ballert uns so hart weg. Ich weiß auch nicht genau, wie wir mit dem Narkord hier umgehen sollen. Narkord ist natürlich ein Hardcounter, vor allem wenn er so hart ahead ist, ne? Der farmt sich halt gerade durch die ganze Map durch. Frage ist, was können wir gegen ihn tun? Wahrscheinlich erstmal nichts. Wir müssen hoffen, dass Arum ihn irgendwie bekommt mit der Ultimate. Und wir müssen aufpassen, dass er uns nicht engaged. Dass wir so stehen, dass wir auf ihn engagen können irgendwie. Denn er kann uns natürlich one-shotten, aber wir können ihn auch one-shotten. Oh, die machen Slayer. Diesmal hat es nicht geklappt. Wir haben wieder versucht, den zu klauen. Huh, dann nehmen wir ihn doch mit. Ja. Da kamen wir nicht rüber. Mist. Wir haben den Slayer geklaut. Sehr, sehr schön. Das ist das Steel Game des Jahres hier. Wir können die alle fighten. Sat hat keine Ultimates, soweit ich weiß. Wir können sie doch nicht fighten. Wir haben den Drachen. Ja, wir haben immer noch Slayer. Ich werde den so. Ich hoffe, ich krieg den noch raus, den Drachen. Man sieht leider, wenn man tot ist, nicht unbedingt die Anzeige. Die ist ganz, ganz knapp. Aber wenn wir ihn nicht mehr rauskriegen, das wäre richtig tragisch. Ich glaube, wir kriegen ihn nicht mehr raus. Das wäre zu knapp. Ich hätte ihn direkt rufen müssen. Schöne Ultimate auf dem Narkord. Aber der Satter wird auf jeden Fall hier noch jemand wegholen, ne? Nee, schafft er nicht. Nice one. Nice, nice, nice gemacht. Okay, wir haben gerade super overextended. Ihr habt das gesehen, als wir da im Busch da reingegangen sind. Ja. Positioning hat da gar nicht gestimmt. Drachen kriegen wir leider nicht mehr raus, aber es war gut, dass wir den Slayer allgemein geklaut haben. Da kann man gar nicht meckern. Let's go, wir holen uns den Jungle. Den Blue Buff will ich eigentlich gar nicht mehr haben. Boah, der Schaden. Den Blue Buff will ich eigentlich gar nicht mehr haben, aber... Und trotzdem. Die wird wieder ulten. Jo. Ein Schuss hätte gefehlt, dann wäre der Hayate noch gestorben. Das sieht gar nicht gut aus. Das heißt, der Drache für einen Gegner, den kriegen sie 100 pro. Ich habe versucht, da dem Superman so ein bisschen zu helfen. Hätte man nicht machen dürfen. Ich hätte einfach gar nicht reingedurft. Es ist gerade ein Gameplay, was mehr tot verbracht wird als lebendig. Aber das ist halb so wild. Da ist der Drache tot. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis der Enhanced Dragon kommt. Ich weiß nicht, ob sie den kriegt. Oh, schöner Flicker, der ist tot. Nice. Das ist ein Shutdown, oder? Ein Auto braucht sie? Nein, sie kriegt den nicht. Doch, sie kriegt den. Weil er in sie reingesprungen ist. Ich hoffe, der Narkord stirbt. Wird revived durch das Item, was der Narkord hat. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren, dass wir... Nice, er hat den bekommen. Well played. Der Lubu macht einen guten Job. Wir müssen uns ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir nicht mehr so komisch gecatcht werden. Das ist absolut cringe gewesen. Wir müssen da hoch. Satta definitiv der Ultimate, das wissen wir jetzt. Der hat 100 pro Ultimate. Da kommt er mit der Ulti. Wir haben ihn aber getötet, bevor die Ulti rausbekommen hat. Ich habe meinen Bogen aktiviert. Wir müssen aber weg. Ich gehe weg. Wir haben ihn getötet, bevor es durchging, sein Ultimate. Das war nice. Max Damage, alle lila ballern kurz den Jungle hier einmal weg. Wir kriegen es leider gerade nicht wirklich hin, einen guten Teamfight zu haben. Das ist recht schade. Und ihr seht, langsam ist der Schaden da. Ne? Langsam drücken wir hier extrem durch. Da ist Hayate. Der geht raus. Ich habe wirklich Angst vor dem Narkord, denn der kann uns, wie gesagt, legit two-shotten. Ja, ein bisschen gepokt. Red Buff ist ab, den nehmen wir uns mit. Hayate ist da ein bisschen weit vorne.
Superman oben. Die Mina macht einen ganz guten Job, finde ich. Ah, die Mina ist jetzt tot. Ich habe es gerade gecallt und dann... Mina macht einen ganz guten Job, in der Sekunde stirbt sie. Narcot ist unten, der pusht gerade unten durch. Wir haben noch eine Wave, die er clearen muss, dann kann er unseren Base Tower töten. Das heißt, einer muss zurückgehen. Lubu geht zurück, perfekt. Maloch sollte hier sterben. Ja, der stirbt auch. Der hat die Arum-Ulti abbekommen. Tower ist down. Hat Lubu das geschafft unten? Ich hoffe. Lubu hat ihn getötet. Nice. Eine Person lebt noch. Wer lebt noch? Das ist der Hayate. Da ist er. Den versuchen wir wegzuballern. Und jetzt schnell finishen. Hayate lebt noch, aber wir müssen einfach nur im Chor finishen. Ja, ja, ja. Nice. Wir haben es geschafft. Sehr, sehr schön. Die Runde hat sich ein bisschen gezogen, ja. Wir haben den Fehler gemacht, wir haben uns super oft catchen lassen, was nicht so smart war, aber ihr habt gesehen, am Ende der Schaden war einfach brutal, den wir gemacht haben. Und auch durch die Ultimate kann man einfach so viel Kram stealen, etc. Der Held bockt einfach. Er macht sehr, sehr viel Spaß. Diese Geräusche, da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Damage geht eigentlich klar, 30%. Und das war eine solide Runde. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.